Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ehemalige Mitglied des Hohen Hauses, Ralf Dahrendorf, bemerkte einmal zum Thema Bürokratie, zitiere, wir brauchen Bürokratie, um unsere Probleme zu lösen, aber wenn wir sie erst haben, hindern sie uns, das zu tun, wofür wir sie brauchen. Ich denke, er hat völlig recht damit. Dies vorausgeschickt diskutieren wir heute nun bereits das zweite Bürokratieentlastungsgesetz und ich denke, das ist gut so. Ich halte den vorliegenden Gesetzentwurf grundsätzlich als Schritt in die richtige Richtung. Er enthält viele gute Ansätze, insbesondere in der Schwerpunktsetzung bei der mittelständischen Wirtschaft. Ich will einige Dinge herausgreifen. Die Erleichterung von Aufbewahrungsfristen. Zukünftig müssen Unternehmen Lieferscheine, die keine Buchungsbelege sind, nicht mehr zwingend aufbewahren. Ich hätte mir bei diesem Punkt aber auch noch gewünscht, die Aufbewahrungsfristen generell mal zu durchleuchten und vielleicht etwas zusammenzufassen, weil es führt eigentlich dazu, weil wir so unterschiedliche Aufbewahrungsfristen haben für unterschiedliche Dokumente, dass viele Betriebe alles aufheben, um keinen Fehler zu machen, sodass unsere gut gemeinte Verkürzung damit möglicherweise ins Leere laufen könnte. Die Anhebung der Grenze für die Fälligkeit von Lohnsteuer von 4.000 auf 5.000 Euro wird insbesondere kleinere Unternehmen positiv von Meldepflichten befreien. Ich würde mir allerdings auch da wünschen, dass wir 500 Euro mehr obendrauf satteln, weil schon bei zwei Vollbeschäftigten, die nur den Mindestlohn bekommen und 40 Stunden, 52 Wochen arbeiten, diese Grenze schon leicht überschreiten. So bei 5.500 wäre das nicht der Fall. Die Anhebung der kleinen Beitragssätze von 150 auf 200 Euro. Hier, meine ich, sollten wir mal der EU folgen, die uns ja die Möglichkeit gibt, bis 400 Euro aufzustocken. Das würde die Sache erleichtern und wir würden wahrscheinlich einmal weniger über dieses Thema in der nächsten Zeit sprechen müssen. Übrigens, in Österreich hat man das schon im März 2014 eingeführt. Zu begrüßen ist auch die Vereinheitlichung der Fälligkeit von Sozialversicherungsbeiträgen, was die Staatssekretärin ja auch schon angedeutet hat, bei dem eine bisherige Anmeldung, Ausnahmeregelung nunmehr als vereinfachtes Verfahren zur dauerhaften Regelung führt. Hier hätte ich mir persönlich allerdings gewünscht, die Rückkehr zur alten Regelung von vor 2006 zu beschließen, aber das ist wohl in der Zwischenzeit Illusion. Die Änderung wurde ja damals deshalb herbeigeführt, weil die Haushaltssituation der sozialen Sicherungssysteme recht schlecht war und wir die Liquidität damit gerettet haben. Und das war ja auch richtig so. Aber leider bewahrheitet sich so ein bisschen das nicht ganz unbegründete Vorurteil, dass der Staat behält, was er einmal hat. Ich muss dann immer so unwillkürlich an die Sektsteuer denken, die zur Finanzierung der kaiserlichen Flotte mal eingeführt wurde. Und die haben wir, glaube ich, immer noch. Nicht die Flotte allerdings. In Zeiten wie den unseren, in denen radikalen Kräfte von links und rechts mit Vereinfachung und Polemik unseren etablierten Parteien und Politiksystem zusetzen, müssen wir noch stärker Wert auf Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit achten. So müssen etwa einmal als sinnvoll erachtet und daher zugestandene Freibeträge und Schwellenwerte einer regelmäßigen Anpassung unterzogen werden, um ihren ursprünglichen Sinn nicht zu verlieren. Hierzu gehört die Anhebung der Schwellenwerte für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Die BWG-Grenze ist seit 1964 nicht mehr angehoben worden und liegt unverändert bei umgerechnet 410 Euro, was heute inflationsbereinigt sogar 1.570 Euro entspricht. Das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Seit 1964, also 52 Jahre ist das her. Also abgesehen von der Tatsache, dass man damals wahrscheinlich noch größere Teile eines Büros für 800 DM einrichten konnte, so reicht das mit 410 Euro nicht mal mehr ein ordentliches Smartphone zu kaufen, was man dann 5 Jahre abschreiben muss, nach 3 Jahren technisch schon veraltet ist, wenn es nicht vorher in Flammen aufgegangen ist. Die Anhebung der Schwellenwerte auf 1.000 Euro, die nicht einmal einen völligen Inflationsausgleich darstellt, ist daher kein Geschenk, sondern nur die Wiederherstellung eines bereits in der Vergangenheit dagewesenen Zustandes. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, daher werbe ich noch einmal dringend dafür, aber ich freue mich natürlich über die
Unterstützung auch von der Staatssekretärin und natürlich auch von dem Koalitionspartner. Da möchte ich an dieser Stelle mal auch der Frau Wicklein danken, die hervorragend und ich muss sagen, immer offen zusammengearbeitet hat, um diese Dinge mal auf den Weg zu bringen. Und ich freue mich, dass es offenbar so aussieht, dass wir in die Zielgerade alle miteinander hineinkommen. Und was ja auch positiv, wenn wir auf 1.000 Euro kommen, ist, dass wir die Poolabschreibung bei der Gelegenheit gleich eliminieren, die ja auch dann überhaupt keinen Sinn mehr macht. Insbesondere letztes wurde eine erhebliche Vereinfachung für alle Unternehmen in Deutschland bedeuten, insbesondere für die kleinen Betriebe, wäre dieser Schritt effektiv und vor allem deutlich ein sichtbarer Beitrag mal für Bürokratieabbau. Denn vieles, was wir machen, ist sichtbar für diejenigen, die sich im Steuerrecht auskennen, all diese Dinge, aber für die normalen Unternehmer im Regelfall eher nicht. Daher bitte ich Sie nochmal, alle Kolleginnen und Kollegen, dass wir dieser längst überfälligen Anhebung zuzustimmen und im parlamentarischen Verfahren jetzt einbinden. Wir wissen auch, dass es nicht zu einer Steuerverkürzung dadurch kommt, sondern einer Liquiditätsverschiebung. Zudem wird ein Investitionsschub, so sagt die Wirtschaft zumindest, von ca. 400 Millionen erwartet. Addiert man das mal, 360 Millionen Reduzierung für die Wirtschaft im Bereich Bürokratie plus 400 Millionen Euro zusätzlichen Schub, kommen wir auf 760 Millionen, die zusätzlich in die Wirtschaft fließen kann. Nun weiß ich auch, Wirtschaft kann man nicht mit dem Dreisatz rechnen. Aber immerhin, die Tendenz wird sicherlich so sein. Deshalb ist das nur zu unterstützen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen zusehen, dass wir die Erfolge der deutschen Wirtschaft auch noch in der Zukunft feiern können. Nur eine erfolgreiche Wirtschaft sichert unseren sozialen Wohlstand. Wir sollten daher als Politik dringend handeln und sehen, wo wir diejenigen, die in Deutschland am besten im Sinne des Wortes etwas unternehmen, die Steine aus dem Weg räumen. Die Rahmenbedingungen, die die Politik setzen will und muss, dürfen nicht mehr Bürokratie aufbauen, sondern wir müssen sehen, maximal so viel, wie unbedingt erforderlich ist. Lassen Sie mich zu einem Thema noch ganz kurz sprechen, das deutsche Umsetzungsgesetz der EU Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist ein Beispiel für mich für Überregulierung. Es diskriminiert unzulässig ganze Verbrauchergruppen, zum Beispiel ältere Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wohnung oder ihr Haus altersgerecht umbauen möchten, aber keinen Kredit mehr dafür bekommen, weil zu alt, um die Tilgung sicherzustellen, zum Beispiel ihrer Immobilie keine dem Wert entsprechende Berücksichtigung findet. Eine unmögliche, für mich diskriminierende Verfahrensweise. Es ist zudem ein bürokratisches Monster. Die Volksbanken, Sparkassen und Banken ganz allgemein sehen hier sehr deutlich, dass die Kreditvergabe immer schwieriger wird. Und gerade die sind es ja, die ihre Kunden eigentlich persönlich kennen und einzuschätzen wissen. Dieses Gesetz, diese Verordnung muss unbedingt entbürokratisiert werden. Mitte der 90er Jahre war ein Darlehensvertrag 4 bis 5 Seiten stark. Heute kann man es mit 5 mühelos multiplizieren. Und außerdem ist der Wert der vorhandenen Substanz bei einem Kreditantrag unbedingt zu berücksichtigen. Im Übrigen ist mittlerweile nicht nur die Privatwirtschaft von der überbordenden Bürokratie völlig überlastet, auch die staatliche Verwaltung selbst gerät zunehmend aufgrund immer komplizierterer Verfahrensabläufe in Schlingern. Beispiel dafür ist die Tatsache, dass staatliche Fördertöpfe wie die Investitionshilfen des Bundes auch aufgrund zu komplexer und komplizierter Verfahren von den unteren Ebenen, also in Städten, Gemeinden, teilweise gar nicht mehr abgerufen werden kann. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es gilt endlich Einhalt zu gebieten. Wir müssen in der Zukunft noch besser darauf achten, dass Gesetze für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung verständlicher sind und auf unnötige Bürokratie verzichtet wird. Mir fällt also der Bierdeckel ein bei der Gelegenheit, wobei Herr Merz nie gesagt hat, wie groß der sein soll. Um noch einmal Frau Dahmdorf zurückzukommen, wir brauchen die Bürokratie, um unsere Probleme zu lösen, aber eben nicht mehr davon. Daher lassen Sie uns das zweite Bürokratieentlastungsgesetz mit seinen guten Ansätzen im parlamentarischen Verfahren noch zu einem besseren machen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.